Hi Leute, es ist Sonntag, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe, obwohl ich ja mittlerweile in der Woche genauso aussehe. Ich habe mich das letzte Mal am Freitag gemeldet, also es ist noch nicht so lange her. Freitag hatte ich ja Spätschicht, da habe ich von 14 bis 21:15 Uhr gearbeitet. Die Schicht war auch in Ordnung, würde ich sagen. Samstag hatte ich dann Frühschicht von 9, also ich musste ja quasi nicht aufmachen, aber ich hatte halt von 9 bis 15:15 Uhr Schicht. Die Schicht war auch in Ordnung. Ja, aber ich war froh, als ich Feierabend hatte. Also ich habe relativ häufig trotzdem auf die Uhr geguckt und dachte so, oh, wie lange noch? Denn ich habe mich ja auch mit Freundinnen getroffen, die haben mich ja von Arbeit abgeholt und ja, also es war sehr, sehr schön. Und wir haben dann zusammen den ja, späten Nachmittag und Abend verbracht. Wir sind Richtung Mauerpark ein bisschen gelaufen und ein bisschen gefahren. Haben uns auf dem Weg dahin noch einen Bubble Tea geholt. Mal nach langem wieder einen Bubble Tea getrunken. Ich kann euch auch nicht sagen, in welchem Laden wir waren. Keine Ahnung, wir haben irgendeinen Laden genommen, den wir da auf dem Weg dahin gefunden haben. Ja, dann waren wir dort, haben uns da ein bisschen auf die Wiese gesetzt und gequatscht und sind dann ein bisschen, also wo es dann halt irgendwie die Sonne langsam unterging und später wurde, es wurde ja dann so frisch und so, dann haben wir gesagt, gehen wir in die Bar, Nemo heißt die, glaube ich. Da war ich selber zum ersten Mal, meine Mädels waren da, glaube ich, schon öfter, weil wir meinten halt, ja, erstmal kann man da drin sitzen, dann kann man da auf Toilette gehen und so und das ist alles ein bisschen gemütlicher. Die Bar hat, glaube ich, um 18 Uhr aufgemacht. Ja. Und dann sind wir halt hin und rein. Und ja, haben da dann den Abend noch verbracht, ein bisschen was getrunken. Und waren dann bis, ich weiß gar nicht, kurz vor 0 Uhr da oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie spät es war. Also wir sind relativ früh, sage ich mal, wieder abgehauen. Sind dann alle nach Hause gefahren oder wo auch immer. Also eine Freundin wollte noch woanders hin und dann haben sich ja sowieso unsere Wege getrennt und dann bin ich noch ein bisschen gelaufen und dann bin ich mit dem Uber zurückgefahren. Ich bin zum ersten Mal mit dem Uber gefahren. Ich fahre nämlich sonst immer mit Taxi und diesmal habe ich gedacht, weil bei Taxi habe ich immer bar bezahlt. Ich weiß nicht, ob man bei Taxis mittlerweile auch nicht bar bezahlen kann. Alter, ich habe übelst die Augenringe, kann das sein? Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich aber mich entschieden, dafür mit Uber zu bezahlen. Mit Uber zu fahren, weil ich erstens dachte, das ist, glaube ich, auch günstiger, wenn ich mit Uber fahre. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe für die gleiche Strecke mit Taxi sonst immer so 15 Euro bezahlt mit Trinkgeld, glaube ich. Und jetzt habe ich mit Uber für die gleiche Strecke mit Trinkgeld 11 Euro bezahlt. Also ein bisschen günstiger ist es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall habe ich mich eh eben entschieden, mit Uber zu fahren, weil ich, wie gesagt, im Taxi immer bar bezahlt habe und mit Uber konnte ich halt mit PayPal bezahlen. Und ich weiß nicht, ob Taxis das mittlerweile auch machen, dass man mit PayPal bezahlen kann. Aber ich habe dann, weil ich habe halt nie Bargeld bei, ne? Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann lade ich mir jetzt die Uber-App runter und versuche das mal. Und es hat voll gut geklappt. Also ich glaube, ich werde jetzt versuchen, immer mit Uber zu fahren, weil ich das mega gut finde irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger als Taxi und es ist auch easy, ja, vor allem für mich. Die nie Bargeld mit sich rumträgt, ist das echt super. Ja, also ich glaube, dass es kurz vor 0 Uhr war. Vielleicht war es auch 23, kurz nach 23 Uhr. Auf jeden Fall war ich dann im Endeffekt halb eins, 20 vor eins, war ich ungefähr zu Hause. Also mega nice. Also ich habe gedacht, voll gut eigentlich, dass ich so früh zu Hause war und so. Also so früh, aber ich habe halt gedacht, so, es wird bestimmt deutlich später. Und heute habe ich dann bis 11 Uhr geschlafen. Aber es war ganz gut. Ich habe mich auch fit gefühlt und so. Aber wir haben ja jetzt auch nicht mega krass was getrunken oder so. Aber man war halt gut dabei. Man hatte aber keine harten Sachen getrunken oder so. Aber wir haben auch manchmal gesagt, wir fühlen uns manchmal doch ein bisschen zu alt dafür. Es ist so weird einfach. Aber wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann heute gefrühstückt, sobald ich aufgestanden war. Und habe mich dann erst mega spät an mein Video gesetzt. Für heute. Also ich wusste ja schon, dass es 12 Uhr nicht online geht. Aber ich habe mich dann erst so gegen 14 Uhr an mein Video gesetzt. Ja, das Video ist dann, glaube ich, kurz nach 16 Uhr. Oder war es schon 17 Uhr?
Vielleicht war es 4:30, bin mir jetzt wie gesagt nicht richtig sicher. So in dem Dreh, glaube ich, ist mein Video dann online gegangen. Vielleicht war es auch 18 Uhr. Ich habe es gerade echt nicht mehr auf dem Schirm. Ich muss jetzt nochmal selber gucken. Ich weiß nicht, ob ich das selber irgendwo sehe. Aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es so gegen 17 Uhr online gegangen. Das ist gut möglich. Ich sehe das jetzt hier leider nicht so gut. Ist ja auch egal. Also es war so ein schöner Abend, vor allem meine Mädels wiederzusehen. Wir haben uns ja jetzt so lange nicht gesehen. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, letztes Jahr Mai, Juni rumgesehen. Ja. Also, und wir haben gesagt, eigentlich wollen wir nicht, dass das also das nächste Mal, dass wir uns sehen, wieder so lange dauert. Wir haben ja auch gesagt, eigentlich ist das ja alles gar kein Problem und so, und wir müssen es einfach nur irgendwie auf Kette kriegen. Wir wollen uns da ein bisschen hinterklemmen, aber ich habe das Gefühl, das sagen wir jedes Mal und schaffen das nicht. Aber ich muss sagen, das liebe ich an meinen Freunden oder an der Freundschaft, die ich habe mit meinen Freunden. Egal, ob es jetzt die beiden Mädels sind oder ein paar andere Mädels, ich habe ja noch ein paar mehr. Es ist immer, wenn man sich wieder sieht, es ist so wie schon immer davor. Also es gibt genug zu erzählen und ich weiß nicht, man, die Liebe quasi ist einfach immer noch genauso da wie immer. Also es hat sich nie was geändert oder so. Und das liebe ich einfach so. Aber das kriegt man doch oft mit. Die besten Freundschaften sind tatsächlich die, wo man seine Freunde eben nicht jeden Tag sieht oder jede Woche sieht und ständig schreibt. Wir sind nämlich alle nicht so die Schreibermäuse und schreiben alle nicht so viel. Und deswegen ist es dann immer so, okay, well. Ja, wir schreiben nicht viel und wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist dafür umso schöner. Ich glaube, damit, deswegen genießt man das auch umso mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wollte ich das eigentlich nur dazu sagen. Ja, und heute, wie gesagt, kam mein Video dann halt trotzdem online, auch wenn es verspätet war, aber das war mir ja bewusst, aber ich bin froh, dass ich das trotzdem fertig habe. Und jetzt habe ich The Marvelous Mrs. Maisel zu Ende geguckt, die vierte Staffel. Ich hatte die letzte Folge schon am Freitag angefangen, nach meiner Schicht, aber irgendwie dachte ich dann, ja, ich muss früh wieder raus und dann bin ich doch schon dann schlafen gegangen, weil also wir waren ja noch in der Badewanne und so und dann war mir das doch alles zu spät. Ja, ich dachte erst, ich gucke in der Badewanne weiter, habe ich aber auch nicht gemacht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das dann doch alles. Also ich habe im Endeffekt ja nicht lange geschlafen, weil ich ja auch früh wieder raus muss. Ich glaube, ich habe nur 3, 4 Stunden geschlafen oder so, aber hey, dafür habe ich trotzdem lange durchgehalten, richtig gut. Deswegen habe ich heute, also jetzt die letzte Folge, zu Ende geguckt. Und ich muss sagen, ich bin sad, dass es schon wieder zu Ende ist. Ich musste ja jetzt immer ein bisschen warten zwischendurch, weil ja jeden Freitag 2 Folgen rausgekommen sind. Und ich hasse das ja, Serien so zu gucken, wenn jede Woche 2 Folgen oder so oder eine Folge rauskommt. Ich hasse das zu warten. Deswegen gucke ich meistens Serien eigentlich, wenn alle Folgen raus sind. Aber mir war ja nicht bewusst, dass da noch mehr kommt. Und ich dachte, vielleicht ist diese Staffel einfach mit weniger Folgen. Ich habe mich ja vorher nicht so richtig belesen und konnte auch nicht so richtig warten. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann halt immer so geguckt. Ich glaube, ich hatte das auch ein bisschen zwischendurch erwähnt. Also es gab wieder 8 Folgen, die alle immer so im Schnitt eine Stunde gingen. Manche ein bisschen länger als eine Stunde sogar. Also ein paar Minuten länger. Also wie gesagt, im Durchschnitt alle eine Stunde. Und so wie alle anderen 3 Staffeln davor auch schon. Mein Fazit zur dritten Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel packe ich euch nochmal in die Infobox und in die Infokarte. Ich hoffe, ich finde es noch. Und die vierte Staffel jetzt war auch wieder so toll. Also ich liebe diese Serie. Ich finde auch, diese Serie hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also ich habe das Gefühl, so wenig Leute haben diese Serie gesehen oder über geschweige denn überhaupt mal was von dieser Serie gehört. Ich habe allein gestern schon meinen Mädels von der Serie erzählt, also weil wir darüber gequatscht haben, was wer geguckt hat, also momentan oder als letztes. Und dann meinte ich, dass ich halt The Marvelous Mrs. Maisel jetzt gerade gucke, die neueste Staffel. Und ja. Und beide meiner Mädels, glaube ich, kannten die Serie auch gar nicht. Und ich denke mir, warum kennt die kaum einer? Ich finde die so geil. Ich bin so froh, dass Regina Hicks damals in einem Livestream von dieser Serie geredet hat. Da gab es ja nur eine Staffel oder gab es da schon zwei? Ich glaube, da kam die zweite Staffel gerade raus. Oder? Ich weiß es nicht mehr so wirklich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte Regina Hicks in diesem Livestream darüber geredet und ich war dann so, oh mein Gott, ich muss die Serie auch gucken, weil sie klang so begeistert davon und ich dachte mir, ich glaube, ich muss mir das auch mal reinziehen. Und ich habe mich auch sofort in diese Serie verliebt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine letzten Fazit zu der Serie auch sehr gut ausgefallen sind. Ich habe aber schon gelesen, nachdem ich halt mitbekommen habe, dass bei der Serie noch mehr Folgen rauskommen, weil ich ja dachte, erst irgendwie, es gibt nur 5 Folgen oder so. Oder 4. Ich weiß gar nicht mehr.
Und dann habe ich gleich schon gelesen, dass die nächste Staffel, die rauskommt, das wäre Staffel 5, sogar die letzte Staffel sein soll. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, warum? Ich will nicht, dass die Serie endet. Ich meine, ja gut, alles muss irgendwann mal enden. Wenn sich Serien zu lang ziehen, ist es auch immer doof. Aber ja, finde ich jetzt schon voll schade. Aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem noch sehr auf die 5. Staffel. Also wie gesagt, die Serie ist so, so toll. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich kann die immer noch jedem empfehlen und ans Herz legen. Guckt sie euch an. Ich finde die nämlich richtig geil. Vielleicht gefällt die euch auch. Würde mich mal interessieren, hat eigentlich von euch jemand mittlerweile die Serie geguckt oder generell diese Serie schon geguckt? Und wie findet ihr die? Oder vielleicht, wie findet ihr die neueste Staffel, wenn ihr jetzt das andere so oder so schon gesehen hattet? Das würde mich mal schon mal sehr interessieren. Würde mich generell interessieren, wie viele Leute überhaupt diese Serie kennen oder geguckt haben, weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, voll wenig Leute haben die geguckt. Geschweige denn, kennen die diese Serie überhaupt, wo ich denke, warum kennen die Leute, also warum kennen die wenigsten Leute diese Serie? Aber ich glaube, das habe ich mir bei Sense8 damals auch gedacht, bei der Serie. Habe ich auch gedacht, warum kennt die keiner? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, wie immer, grandiose Serie. Liebe ich, also die Staffel hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich werde jetzt mit Heroes Reborn weitermachen. Also ich habe die erste Folge schon geguckt. Das hatte ich, glaube ich, jetzt. Ich weiß gar nicht, wann ich hier geguckt habe. Letzte Woche? Diese Woche? Nee, ich glaube, das war letzte Woche, oder? Ich weiß nicht, irgendwann zwischendurch habe ich die geguckt, weil ich nicht arbeiten war, weil ich frei hatte. Könnte sein, dass es am Dienstag war, wo Frauentag war, dass ich da schon die erste Folge von Heroes Reborn geguckt habe, weil ja dann natürlich noch keine neuen Folgen von The Marvelous Mrs. Maisel raus waren. Die letzten beiden Folgen kamen ja diesen Freitag. Und ich hatte ja Freitag vor meiner Arbeit eine Folge geguckt und die andere Folge habe ich ja dann Freitagabend angefangen und habe die ja heute beendet. Ja, ich glaube, es war Dienstag, da habe ich Heroes Reborn schon mit die erste Folge geguckt. Also das heißt, das, was ich jetzt als nächstes gucke, sind dann die nächsten Folgen von Heroes Reborn, dass ich das dann einmal beende. Das hat ja nur eine Staffel, das ist ja quasi wie so ein Spin-off oder was auch immer. Eine kleine Fortsetzung von Heroes. Deswegen, ja, schaue ich die jetzt erstmal und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Also, ja, ich bin gespannt, was ich noch so auf meiner Serienliste jetzt als nächstes habe. Und ich bin auch gespannt, wie ich Heroes Reborn finden werde. Die erste Staffel hat mich jetzt tatsächlich, die erste Folge hat mich tatsächlich jetzt noch nicht so krass umgehauen, aber dazu komme ich ja dann eh in dem Fazit dann, wenn ich das, sobald ich das zu Ende geguckt habe. Ja, ich wollte euch nur mein Fazit zu der neuesten Staffel The Marvelous Mrs. Maisel sagen und euch sagen, wie mein Wochenende war. Ich habe morgen Frühschicht von 9 bis 17:15 Uhr oder 17:30 Uhr sogar. Ich weiß gerade nicht. Ist auch egal. Richtig motiviert bin ich nicht. Ich glaube, ich habe bis 17:30 Uhr. Oder? Ach, ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall eigentlich gar keinen Bock, aber hey. Ja, aber gut, normalerweise hätte ich sonst, glaube ich, eine Schicht gehabt von 11 bis 20 Uhr oder so. Aber meine Schicht musste halt umgeändert werden. Deswegen. Und Dienstag arbeite ich jetzt auch, obwohl ich ja eigentlich auch frei gehabt. Also eigentlich stand ja bei mir für Montag, Dienstag, Mittwoch frei drinne. Aber wie gesagt, es sind ja jetzt die Woche so viele Leute krank geworden. Letzte Woche waren zwei Leute krank, diese Woche waren auch zwei Leute krank. Zum Ende der Woche hin haben sich nochmal zwei Leute krank gemeldet. Ich habe keine Ahnung, wer am Montag, Dienstag wiederkommt. Dienstag bin ich auf jeden Fall jetzt auch arbeiten. Ich weiß nicht, weil da habe ich, glaube ich, spät oder so. Wartet mal. Ah, nee, genau. Morgen arbeite ich von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr so rum. Mit einem Schuh draus. Stimmt, weil ich ja morgen aufmachen muss. Weil eigentlich mein Kollege aber ja morgen um 8:30 Uhr aufmachen würde. Aber wir wissen noch nicht so wirklich, ob er morgen wiederkommt. Deswegen bin vorsichtshalber ich da. Ja, ich bin von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr da und Dienstag arbeite ich von 8:15 Uhr bis 14 Uhr. Also auch eine Frühschicht. Also ich mache auch auf mit meinem Chef zusammen, aber ich arbeite dann nur bis 14 Uhr. Und dann habe ich Mittwoch frei. Besser ist, dann fahre ich halt Mittwoch zum Arzt statt Dienstag. Und dann habe ich von Donnerstag bis Sonntag Urlaub. Freue ich mich sehr drauf. Ich werde es genießen.
Und ja, danach die Woche ist auch nochmal ein bisschen voller, da bin ich auch relativ viel arbeiten. Aber das war auch die einzige Woche, die für diesen Monat schon so geplant war, dass sie so voll ist. Die anderen Wochen, also diese Woche und die Woche, also und die letzte Woche waren ja eigentlich nicht so geplant. Einerseits denke ich mir, absolute Scheiße, aber ich denke mir auch richtig geil, weil ich dann für diesen Monat auf jeden Fall deutlich mehr verdiene. Der letzte Monat hat so reingeschissen einfach. Hey, aber was soll's, gut, dass ich jetzt super viele Ausgaben noch hatte, aber weil, ja, Urlaub und Geschenke und bla, aber was soll's. Dieser Monat, den verdiene ich mehr, also wird der nächste Monat sozusagen besser, sagen wir es so, weil ich ja immer, ach, ist ja auch egal. Ja, deswegen, ich hab mich jetzt eigentlich nur deswegen gemeldet quasi und ja, deswegen mal schauen, wie die nächste Woche dann wird. Also jetzt die kommende Woche. Also gut, die 2 Tage ist egal. Nach meinem Urlaub die Woche, die meine ich. Mal sehen, wie die jetzt so wird und dann so wird. Yes, that's it. Peace.